Nächster Redner ist der Abg. Günter Rudolph für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ein bemerkenswerter Setzpunkt einer Fraktion. Es ist ja hochspannend, über die Sitzverteilung des Jahres 2009 zu diskutieren. Das ändert ja auch im Jahre 2021 eine Menge. Im Übrigen waren die Mehrheitsverhältnisse in 2009, habe mich nicht besonders darüber gefreut, relativ eindeutig, aber geschenkt. Und in der Tat, der Staatsgerichtshof hat eine Entscheidung getroffen. Und damit ist die Landtagswahl des Jahres 2018 dann auch entsprechend für gültig erklärt worden. Das ist das Prinzip und das Primat des Rechtsstaates, haben wir zu akzeptieren, das tun wir übrigens auch. Gleichwohl habe ich mich nach der Urteilsverkündung, nach dem Beschluss des Staatsgerichtshofs ein bisschen über die ein oder andere Stellungnahme von CDU und Grünen gewundert. Was hat der Staatsgerichtshof nämlich festgestellt? Er hat ausgeführt, dass die Regelung des § 10 Absatz 5 Satz 2 Landtagswahlgesetz ausgelegt werden muss. Das ist neu. Warum ist das Problem entstanden? Weil wir jetzt eine zugegebenermaßen hohe Anzahl von Ausgleichs- und Übermandaten hatten, so wie es in der Historie des Bundeslandes Hessen noch nicht vorgekommen ist. Wir hatten das mal im Jahr 2003, als die CDU bis auf zwei Wahlkreise alle Wahlkreise gewonnen hatte. Danach hat sich das wieder ausgeglichen. Deswegen ist möglicherweise auch das eine Sondersituation. Und der Staatsgerichtshof hat auch deutlich gemacht, dass der Landeswahlleiter hätte weiterrechnen müssen, will ich mal sagen an der Stelle. Und er hat Unregelmäßigkeiten im Berechnungsverfahren des Landeswahlausschusses festgestellt, die sich jedoch nicht auf das Ergebnis ausgewirkt hätten. Das heißt, wir haben ein Ergebnis bekommen, was zwar nicht der Berechnungsmethode entspricht, aber es hat gepasst an der Stelle, will ich mal sagen. Jetzt möchte ich mal gern auch, das kann man nachlesen, auf die Stellungnahme der Landesanwältin, Frau Professor Böhm, hinweisen. Eine, glaube ich, wer sie kennt im Saal, anerkannte, versierte, quer über alle Parteigrenzen Juristin. Sie führt aus, dass sie die Vorschrift, die ich eben genannt habe, § 10 Absatz 2 Satz 2 Landtagswahlgesetz, für verfassungswidrig hält, da diese nicht ausreichend bestimmt ist. Und es gibt eben keinen eindeutigen Rechenweg für die Berechnung. Ja, es gibt mindestens zwei Berechnungsmethoden. Und darüber müssen wir reden. Jetzt sagen Sie, Herr Heinz, und die Koalitionsfraktionen, mit dem Spruch, mit der Entscheidung des Staatsgerichtshofs ist das geklärt. Na ja, wissen Sie, ich hätte schon gern auch den Willen des Gesetzgebers deutlich gemacht. Da haben Sie völlig darauf hin. Früher war es eigentlich üblich, dass, wenn es Auslegungsstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, oft gesagt wurde, was ist der Wille des Gesetzgebers. Deswegen zum Beispiel auch die Begründung relevant ist, weil die Begründung schon etwas mit einem Gesetz zu tun hat. Und jetzt will ich mal sagen, wir haben sicherlich viele kluge und gute Juristen, aber ich will auch mal deutlich sagen, selbst Juristen können irren. Selbst Juristen können irren. Würde ich jetzt mal nicht per se ausschließen. Ja, weil das klingt mir manchmal so, ich würde das nicht ausschließen. So, Trotzdem sind wir an die Entscheidung gebunden. Und das ist auch gut so, weil das zu unserem demokratischen Staatsaufbau gehört, selbst wenn wir eine persönliche Entscheidung nicht treffen. Also, wir haben zwei Berechnungsmethoden. Und ich sage das deutlich, ich schließe mich da Kollegen Hahn an, wir halten eine Klarstellung des Gesetzgebers im Landtagswahlgesetz zu § 10 Absatz 5 für nötig und geboten an der Stelle. Weil ich möchte nicht, dass das ein Gericht für uns als Gesetzgeber auslegt. Ich könnte ja sagen, da hat der Gesetzgeber nicht genau gearbeitet, aber es könnte auch sein, dass sich etwas fortentwickelt hat. Also auch das ist ja durchaus zulässig. Im Übrigen könnte man möglicherweise, so wie in Rheinland-Pfalz, das klarer und eindeutiger regeln. Also wir sehen durchaus einen Regelungsbedarf für den Gesetzgeber, damit deutlich wird, was wir wollen. Und wie gesagt, im vorliegenden Verfahren, der Landeswahlausschuss hat Glück, das Ergebnis hat gestimmt, obwohl man nicht zu Ende die Proportionen ausgerechnet hat. Und deswegen, glaube ich, sollten wir gemeinsam an dieses Landtagswahlgesetz gehen und eine Klarstellung machen. Dazu kann man auch eine Anhörung durchführen in einem sauberen parlamentarischen Verfahren. Die Zeit bis zur nächsten Landtagswahl haben wir, und ich finde, wir sollten sie nutzen. Ich finde, man muss nicht immer auf Auslegungen von Gerichten warten, sondern dann müssen wir als Gesetzgeber eben so gut arbeiten, dass es nicht notwendig ist an der Stelle. Thank you.
Und bei der Gelegenheit können wir uns möglicherweise auch mal über das Wahlprüfungsgericht unterhalten. Ob das im Jahre 2021 in der Form noch so angemessen ist. Der ein oder andere Kollege war dort Mitglied oder ist Mitglied. Man kann zum Beispiel noch nicht mal als Mitglied ein abweichendes Votum abgeben. Das halte ich für ziemlich anachronistisch, weil ich finde, es ist diese Rechtskonstruktion und das finde ich geht gar nicht. Man muss auch Meinungen deutlich machen können per Abstimmung. Und deswegen glaube ich, müssen wir über dieses Wahlprüfungsgericht, das ja durchaus eine längere historische Geschichte hat, reden, ob das Konstrukt in der Auslegung, wie es jetzt angewandt wird, noch dem Jahre 2021 entspricht. Nicht die Institution als solches, sondern dass eben die Abläufe nach meiner Auffassung nicht stimmen. Und Sie haben, Herr Heinz, auch davon gesprochen, die Rechtsprechung entwickelt sich. Sie haben das Beispiel der Sperrklausel angeführt in Nordrhein-Westfalen. Ja, die dortige Landesregierung wollte, was ich ausdrücklich für richtig halte, eine Sperrklausel für Kommunalwahlen mit 2,5% wieder einführen. Ich sage sehr deutlich, wenn es um die Funktion geht, wir werden Sie nach den nächsten Wahlen sehen, das ist kein Problem der SPD, es betrifft alle. Gehen Sie mal in die großen Städte, gehen Sie mal in Kreistage, wo dann mittlerweile ja in der Tat manchmal weniger als 1% für einen Sitz ausreicht. Ob das demokratisch besonders legitimiert ist, da kann man drüber reden an der Stelle. Aber selbst das Verfassungsgericht in Nordrhein-Westfalen zur Kommunalwahl, letztes Jahr hat es nicht gepasst, aber die haben gesagt, wenn es eine ordentliche, ausreichende Begründung gibt, dann kann man auch eine Sperrklausel einführen. Es ist nicht so, dass apodiktisch gesagt wird, das geht gar nicht. Also ist der Punkt, über den wir vielleicht mal gemeinsam als Landtag reden sollen. Und, meine Damen und Herren, zum Kollegen Hahn, weil Sie ja zulässigerweise oder auch nicht zulässigerweise die Verknüpfung der Landtagswahlkreise in die Debatte eingebracht haben. Ja, kann man so oder so sehen. Man kann es auch für überflüssig halten an der Stelle, Herr Kollege Rock. Und Herr Hahn, Sie haben ja eben so die These aufgestellt, der Vorschlag der FDP, eben statt 55, 45 Wahlkreise zu errichten, sei rechtlich zulässig. Das ergibt sich auch aus den Anhörungsunterlagen. Das teile ich. Aber aus den Anhörungsunterlagen ergibt sich genauso, auch 55 Wahlkreise sind zulässig. Weil Sie tun ja immer so, als wenn das hier was ganz Schlimmes wäre. Ja, ja. Ich meine, auf den Vorschlag einer anderen Partei am rechten Rand so mal Tabula Rasa zu machen mit Wahlkreisen in Hessen, will ich gar nicht eingehen. Wenn man mit normalen Menschen keinen Kontakt mehr hat, kommt eben so ein konzentrierter Unsinn daraus. Aber das muss man an der Stelle auch nicht weiter vertiefen. Und ich will mal sagen, man muss sich mal entscheiden, was man will. Wenn man will, dass Politikerinnen und Politiker Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern haben, muss das auch praktikabel sein. Und ich will jetzt mal für die Bundesebene sagen, ich mische mich nicht in deren Diskussion ein, aber wenn ein Bundestagsabgeordneter eine Entfernung von 100 Kilometern in seinem Wahlkreis fahren muss, der ist 3 Wochen mal hintereinander in Sitzungswochen in Berlin, das ist übrigens die Regel, Pause und dann wieder 3 Wochen, dann ist der Kontakt eher spärlich. Und wenn wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch mal Abgeordnete Präsenz erleben und direkten Kontakt haben, dann darf ich natürlich die Wahlkreise von der Fläche und der Bevölkerungszahl nicht so auslegen, dass das nicht mehr praktikabel ist. Das kann man wollen. Das kann man wollen. Wir wollen es jedenfalls nicht. Und deswegen rate ich uns bei der Diskussion über Wahlkreise, nicht auch so Horrorszenarien zu installieren, dass bei jeder Wahl 30, 40 Überhangmandate rauskommen. Die hessische Lösung, Überhangmandate durch Ausgleichsmandate vollständig zu kompensieren, ist, finde ich, eine sehr demokratische. Weil ich möchte nicht, dass eine Mehrheit, wir haben das woanders auch schon erlebt, so im Grundsatz davon partizipiert. Das hessische System ist ein eher gerechtes. Und dann finde ich, wenn man den Wählerwillen akzeptieren muss, bleibt uns ja nichts anderes übrig, dann müssen wir auch hinnehmen, dass es mal Abgeordnete mehr geben kann. Ich wage die These, 137 Abgeordnete wird nicht der Standard im Hessischen Landtag der nächsten Jahre sein. Und deswegen rate ich an der Stelle mal zu einer etwas entspannteren Debatte. Und das Kostenargument ist eher ein Totschlagargument. Das können Sie immer und jederzeit natürlich anwenden. Und da lasse ich mich auch nicht vom selbsternannten Bund der Steuerzahler, das ist auch so eine Anmaßung, ich hoffe ja doch, wir zahlen auch alle brav Steuern und sind deswegen auch noch keine Vereinigung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um das, was es hier geht, das ist eine Entscheidung des Staatsgerichtshofes. Wir sehen eine rechtliche Klarstellung für notwendig. Es wäre auch ein gutes Signal, wenn wir gemeinsam überlegen, ob wir das Landtagswahlgesetz so klar ausgestalten wollen, wie wir es als Gesetzgeber wollen und es nicht der Rechtsprechung überlassen. Ich finde, diese Verpflichtung haben wir, den Auftrag, und ich halte sie auch für lösbar. Vielen Dank. Ja.
Vielen Dank, Günter Rudolph. Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich erinnere mich trotz der langen Debatte noch an den ersten Satz des Vertreters der AfD, mit dem er diesen Tagesordnungspunkt eröffnet hat. Er hat gesagt, der Staatsgerichtshof hat Rechtssicherheit gegeben, aber er hat nicht Ihnen Recht gegeben. Ich versuche immer, Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, worum geht es denn eigentlich bei diesem Tagesordnungspunkt. Das ist mir jetzt bei diesem Tagesordnungspunkt sehr, sehr schwer gefallen, weil ich musste sagen, naja, die AfD hat einen Rechtsstreit verloren und will das hier thematisieren. Und den Rechtsstreit hat sie um Nachkommastellen verloren. Inhaltlich ist zu dem Problem von meinen Vorrednern aus meiner Sicht alles gesagt worden. Da ist auch deutlich geworden, dass, was Sie als schallende Ohrfeige bezeichnet haben, Sie offensichtlich mit einem Fingerschnipsen verwechseln. Dritte Bemerkung. Da es, und das hat der Staatsgerichtshof festgestellt, Änderungsbedarf am Landtagswahlgesetz gibt, sind wir als Gesetzgeber aufgefordert, das klar zu regeln. Da werden wir drüber zu reden haben, Herr Heinz. Das werden wir auch tun, bin ich mir ganz sicher. Vierte Bemerkung, und da schließe ich mich an meinen unmittelbaren Vorredner an, Herr Rudolph, es ist nicht nur so, dass Juristen immer Recht haben könnten. Nein, da sie so viele verschiedene Meinungen haben, können Juristen gar nicht alle Recht haben. Und allerletzte Bemerkung, mehr lernt ja nie aus. Ich habe gelernt, dass es in früheren Legislaturperioden hier mal einen fast Namensvetter von mir gab. Das habe ich heute gelernt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Wilken. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Staatsgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 11. Januar 2021 die Wahl des 20. Hessischen Landtages für gültig erklärt und bei dieser Gelegenheit alle dagegen erhobenen Einwände der AfD als unbegründet abgewiesen. Herr Gagel, hätte, spielt hier keine Rolle. Der Staatsgerichtshof hat entschieden. Die Landesregierung lehnt den Antrag, das wird Sie nicht verwundern, ab. Die Gründe möchte ich Ihnen hier zumindest kurz erläutern. Zunächst zum Antrag selbst. Mit Ihrem Antrag begehrt die AfD im Wesentlichen die Feststellung, dass es bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses des 18. Hessischen Landtages Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Ich finde, es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, als wenn die Wahlausschüsse am Recht vorbei mutwillig falsche Ergebnisse herbeigeführt haben. Dass letztlich der Staatsgerichtshof unlängst im Rahmen einer Auslegung einer Vorschrift eine andere Auffassung vertritt, die im konkreten Fall sogar zu einem identischen Ergebnis kommt, ist im juristischen Diskurs nichts Ungewöhnliches. Es sollte kein Anlass sein, von den Landeswahlausschüssen prophetische Gaben im Hinblick auf eine künftige Rechtsprechung zu fordern. Wir reden hier, und das muss man so deutlich sagen, über 12 Jahre alte Vorgänge. Der damalige Landeswahlausschuss hat das endgültige Ergebnis der Landtagswahl in seiner öffentlichen Sitzung am 30. Januar 2009 festgestellt. Die politische Konstellation war damals eine andere. Der Landeswahlausschuss war anders besetzt. Der Landeswahlleiter hat seitdem gewechselt. Die AfD transferiert nun die heutige Rechtsprechung auf eine alte Wahl und kommt so zu dem Schluss, dass die damalige Sitzverteilung unrechtmäßig gewesen sei. Der Vorwurf geht also dahin, dass der Landeswahlausschuss es vor 12 Jahren unterlassen hat, die aktuelle Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes und die von ihm präferierte Auslegung der Vorschriften über Überhang- und Ausgleichsmaßnahme im Jahr 2021 vorherzusehen. Meine Damen und Herren, der Vorwurf ist abenteuerlich.
Es muss an dieser Stelle gesagt werden, dass sowohl der Landeswahlausschuss im Jahr 2009 wie der aktuelle ihre Entscheidungen auf der Basis einer sorgfältigen und nachvollziehbaren juristischen Subsumption und Auslegung getroffen haben. Und ich darf daran erinnern, dass die jeweiligen Wahlprüfgerichte in unterschiedlicher Besetzung dem die Präsidenten der obersten hessischen Verwaltungs- und Zivilgerichte angehören, die von den Landeswahlausschüssen vorgenommene Auslegung ebenfalls geteilt haben. Wie Sie alle wissen, ist der Rechtsschutz während eines laufenden Wahlverfahrens sehr eingeschränkt. Diese begrenzte Rechtsschutzmöglichkeit ist keine Folge eines gesetzgeberischen Unterlassens, sondern schlicht der Notwendigkeit geschuldet, dass Wahlen ohne diese Beschränkungen nicht durchgeführt werden können. Könnte jede einzelne Maßnahme schon während eines laufenden Wahlverfahrens gerichtlich angefochten werden, könnten Fristen nicht mehr eingehalten werden. Die aus dem Demokratieprinzip abgeleitete erforderliche periodische Erneuerung der Legitimation zur Ausübung von Staatsgewalt wäre überhaupt nicht möglich. Aus diesem Grund besteht nach der Wahl in einem eigenen Wahlprüfungsverfahren die Möglichkeit, sorgfältig das gesamte Wahlverfahren auf Wahlfehler zu überprüfen. Das Wahlprüfungsverfahren findet in Hessen dabei nicht nur auf Einspruch, sondern auch von Amts wegen statt. Das Wahlprüfungsgericht, dem nach der Verfassung als erste Instanz die Prüfung der Wahl obliegt, ist gehalten, allen Anhaltspunkten auf Unregelmäßigkeiten nachzugehen. Gegen die Entscheidung des Wahlprüfungsgerichts ist die Wahlprüfungsbeschwerde beim Staatsgerichtshof statthaft. Das Wahlprüfungsverfahren ist das Verfahren, welches die Verfassung und das Gesetz zur Prüfung von Wahlfehlern vorsieht und welches gewährleisten soll, dass Wahlen rechtsstaatlich durchgeführt wurden. Damit wurde die Gültigkeit der Landtagswahl 2009 in dem gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren rechtskräftig festgestellt. Im Ergebnis läuft der Antrag der AfD nun darauf hinaus, dass Wahlprüfungsverfahren praktisch nie abgeschlossen werden und alle Feststellungen über die Gültigkeit einer Wahl stets unter Vorbehalt erfolgen können. Bei einer Änderung der Rechtsprechung wäre es danach möglich, die Rechtmäßigkeit einer Wahl auf Jahrzehnte später infrage zu stellen. Staatsminister Beuth, lassen Sie eine Frage zu? Nein, ich lasse keine Frage zu. Das Wahlprüfungsverfahren dient vorrangig der richtigen Zusammensetzung der aus einer demokratischen Wahl entstandenen Volksvertretung. Gleichzeitig dient es aber auch dem Rechtsfrieden. Da nach Abschluss der Wahlprüfungsverfahren die demokratische Legitimation einer Volksvertretung jeglichem Streit entzogen werden soll. Die Ausübung demokratischer Staatsgewalt wäre für eine Volksvertretung nicht möglich, wenn ständig das Damoklesschwert einer unrechtmäßigen Zusammensetzung über ihr schweben würde. Der Antrag der AfD verlangt aber genau dies. Dabei steht dem Landtag das Recht der Überprüfung einer Wahl nach Abschluss des Wahlprüfungsverfahrens nicht mehr zu. Diese Möglichkeit würde gerade den von der Verfassung intendierten Rechtsfrieden nach Abschluss eines Wahlprüfungsverfahrens konterkarieren. Wird in dem gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren der Wahlprüfung die Gültigkeit einer Wahl rechtskräftig festgestellt, ist eine nachträgliche Änderung der Auslegung von Vorschriften für diese Wahlen grundsätzlich irrelevant, so auch das Bundesverfassungsgericht. Meine Damen und Herren, sachliche Kritik ist immer möglich. Auch an dem jüngsten Urteil des Staatsgerichtshofs wurde fachlich Kritik geübt. Allerdings steht es gesetzlich dem Staatsgerichtshof zu, letztinstanzlich über die Gültigkeit der Landtagswahl zu entscheiden. Er entscheidet dabei jeweils nur über eine konkrete Wahl und nicht über die Gültigkeit aller vorangegangenen Wahlen. Über die Gültigkeit der Landtagswahl 2009 haben die dazu berufenen Wahlprüfungsinstanzen in dem gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren bereits abschließend entschieden. Wer sich aber offenkundig zum Ziel gesetzt hat, diesen Staat, ich will sagen diesen Rechtsstaat, unsere Demokratie und seine Institutionen zu zerlegen, der spricht so, der führt sich so auf, der stellt so unsägliche Anträge wie die AfD. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Für eine zweite Runde hat sich der Fraktionsvorsitzende der AfD, der Abgeordnete Lambrou, zu Wort gemeldet. 5 Minuten.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will als Fraktionsvorsitzender der AfD jetzt in der laufenden Debatte noch einmal ein paar lose Enden zusammenknüpfen. Zunächst möchte ich beginnen mit einem Zitat aus einem Taz-Artikel vom 11. Januar 2021. Ich zitiere: CDU und Grüne in Hessen machen es sich zu einfach, wenn sie die Klage der AfD gegen die Berechnung der Sitzverteilung im Hessischen Landtag als Klamauk und Populismus brandmarken. Immerhin hat das Verfassungsgericht des Landes einen Fehler im Wahlverfahren festgestellt, weil eine eigentlich nötige alternative Berechnung unterblieben war. Meine Damen und Herren, als Opposition etwas zu erreichen, wenn man keine Mehrheiten hat, ist sehr schwer. Hier haben wir etwas erreicht. Der Wahlleiter hat in der Tat Glück gehabt und zufällig aus den vier möglichen Größen dieses Landtages mit seiner Art der Berechnung die richtige Größe erwischt. Er hatte Glück, dass der letzte Schritt, dessen er sich nicht bewusst war, den er tun muss, zum selben Ergebnis geführt hätte. Den AfD-Setzpunkt kann man auch so verstehen in Bezug auf die Berechnung der Landtagswahlsitze 2009, was eigentlich damals passiert wäre. Herr Kollege Heinz, ich gebe Ihnen durchaus recht mit Ihren Ausführungen, aber was wäre eigentlich passiert, wenn DIE LINKE damals einen Klaus Gagel in ihren Reihen gehabt hätte und 2009 vor dem Hessischen Staatsgerichtshof geklagt hätte? Ich glaube, die haben gute Chancen gehabt, damals ein zusätzliches Mandat zu kriegen. So, das ist, denke ich, im Wesentlichen die Nachricht des Tages mit unserem Setzantrag. Viertens, und jetzt kommen wir mal etwas weg, die Debatte mischt sich ja hier von der Situation der Landtagsberechnung 2009 zu der Wahlrechtsreform, damit wir hier nicht immer so einen zahlenmäßig aufgeblähten Landtag in der Zukunft haben. Es gibt zwei konkurrierende Gesetzesentwürfe von der FDP und von der AfD. Wir haben bei der ersten Lesung den Vorwurf kassiert, unserer wäre nicht verfassungsgemäß. Inzwischen hat sich der Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim geäußert in mehreren Zeitungsartikeln, unter anderem in der Zeit Online am 6. Dezember 2020. Und der renommierte Staatsrechtler sagt, dass der AfD-Gesetzentwurf verfassungskonform ist. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Das halte ich für wichtig. Und ich möchte Ihnen aus diesem Artikel kurz zitieren: Die Vorschläge der hessischen FDP- und AfD-Fraktionen zu einer Verkleinerung des Landtages nannte von Arnim verfassungsgemäß. Beide packen das Problem wirklich bei den Hörnern. CDU und Grüne hätten dagegen noch keinen Vorschlag vorgelegt. Stattdessen habe sich die Koalition bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Landtag hinter der Wahlkommission verschanzt. Diese Kommission habe aber nur den Auftrag, zu große Unterschiede zwischen bestimmten Wahlkreisen zu beseitigen. Meine Damen und Herren, soweit der Artikel in der Zeit Online. Ich möchte auch hier ankündigen, so wie der Kollege Hahn, dass auch wir von der AfD an einem Gesetzentwurf arbeiten, der den § 10 Absatz 6 des Hessischen Wahlgesetzes präzisiert. Wir befürworten, lieber Kollege Rudolph, auch das von Ihnen gemachte Angebot, den Vorschlag zu einer Anhörung. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Dann möchte ich noch fragen, haben CDU und Grüne eigentlich den politischen Willen zu einer Wahlrechtsreform? Diese Frage wird auch in der Presse immer öfter gestellt. Und dann möchte ich noch etwas in die Debatte werfen, was mir zu kurz kommt. Es heißt ja immer, der Bundestag wäre so aufgebläht. Meine Damen und Herren, da haben wir 709 Mandate von eigentlich 598 gesetzlich vorgesehenen. Das ist also eine Aufblähung von 18,5%. Der Hessische Landtag schießt die Krone ab, meine Damen und Herren. Wir haben hier 137 Abgeordnete bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Zahl von 110. Das sind nicht 18,5% mehr wie im Deutschen Bundestag. Nein, das sind 24,5% mehr mit allen Belastungen für die Steuerzahler. Und hier ergibt sich dringender politischer Handlungsbedarf. Und deshalb möchte ich schließen noch einmal mit einem Artikel, nämlich die Taz vom 11. Januar, Zitat: Die schwarz-grüne Mehrheit ist nicht einmal in der Lage, die Zuschnitte der Landwahlkreise so neu zu ordnen, dass die Gewichtung jeder einzelnen Erststimme im ganzen Land etwa gleich ist. Ich fordere Sie auf, mit ins Boot der FDP und der AfD zu kommen und ernsthaft daran zu arbeiten, diesen Landtag auf die gesetzliche Größe zu verkleinern mit einer Reformierung des Wahlrechtsreformgesetzes. Danke schön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lambrou. Jetzt können wir ein bisschen Ruhe wieder einkehren lassen. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen sind wir jetzt am Ende der Debatte zu Tagesordnungspunkt 57, Drucksache 20 4899, die wir zur weiteren Beratung in den Innenausschuss überweisen.